Naja, wir drehen unser zweites Video von unserem aktuellen Album. Liebe ist für alle da. Und da wir eben halt hier sind und schon für die Tour uns vorbereiten und hier proben, war es natürlich, lag es einfach nahe, dass wir dann hergehen und den Song live performen. Nur für mich bist du am Leben. Ich steck dir Orden ins Gesicht. Dieses Lied hat irgendeinen magischen Sog, dem selbst ich mich nicht entziehen kann, weil der Refrain ist so poppig und so zum Mitschunkeln. Wir haben dazu konträr den Text böse gemacht, um was Schönes zu machen. Also weil es ist so geil, wenn man so mitjubelt und dann erst hört, so schön ist es ja doch nicht, dann haben wir unser Ziel erreicht. Also er ist einfach einer der musikalisch stärksten Songs auf dem Album. Da war sich die Band komplett einig. Stacheldraht im Harnkanal. Legt dein Fleisch in Salz und Eiter. Erstirbst du doch, dann lebst du weiter. A good performance video can really do the job that we need to do with videos. And in this case, I think the timing was perfect. Considering that Rammstein has been away for 4 years, and the video we just did kind of like created a buzz around the new album. Wir haben dann mal uns versucht, in der Textbranche tätig zu werden. Ich hatte mir gehofft irgendwie, dass meine Mutter das Video nicht sieht, hat es aber dann doch und fand es sogar gut. Insofern war das dann doch nicht so mein Erlebnis. Ich weiß, dass das Video nur auf einem, auf einem Pornokanal lief, wo man sich einloggen musste oder sein Alter bestimmen musste. Und ich weiß jetzt gar nicht, jetzt waren es irgendwie 12 Millionen Zuschauer, die sich da eingeloggt haben. Ich habe gelernt, dass wirklich sich ausziehen hilft. I know that the video had great response, and I've heard that we got a lot of press, and that you know the single was doing really well. I didn't know it was number one, but that's good news. Beim Pussy-Video hat es 3 Minuten gedauert, die Entscheidung. War auch einstimmig. Alle 6 fanden es gut. Alle 6. Und bei diesem Video kämpfen wir seit 3 Monaten um irgendwas. War eine schwere Geburt. Wir hatten ursprünglich eine ganz andere Idee dazu gehabt und sind dann wirklich an der letzten Ausfahrt noch mal kurz abgebogen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, irgendwie, lass uns doch einfach mal ein Ackerlund Live-Performance-Video machen. Da haben seine Augen geleuchtet und er war sich sicher, dass er das beste Performance-Video machen kann. So we'll shoot around 70 rolls of film and every roll of film is 4 minutes. So that would be like, what, 5 hours, right? Just about, a little bit more. To go down to 4 minutes. Bisse Tritte, harte Schläge. Nadelzang und stumpfe Säge. Wünsch dir was, ich sag nicht nein. Und führ dir Nagetiere ein. Die Leute denken ja immer, wir wollen immer nur provozieren, aber wir müssen schon eine gute Geschichte haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir merken das gar nicht mehr. Also wir haben uns daran schon so gewöhnt, an diese Art von Kunst oder an diese Art von Bildern oder überhaupt an die Art, wie wir Musik machen und Provokationen und so, dass wir das gar nicht vorstellen können, dass irgendwie da Leute sensibler sind und das nicht gut finden, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Hat heute schon eine Radkappe auf dem Kopf. Ja, habe ich gesehen. Die ist ganz vorne. Siggi. Stargast. Er hatte die Idee, unbedingt aus dem Mundraum zu leuchten.
Und wir haben ihm gesagt, Till, es reicht, wenn du hier so einen fleischfarbenen Draht langlegst. Das sieht kein Schwein live. Die ersten Leute sind 5 Meter weg, das sieht man nicht. Das kannst du völlig machen. Ja, nein, möchte ich nicht. Ich möchte hier ein Loch in der Backe haben, dann machen wir so ein Loch rein, dann Loch ösen, dann machen wir ein Draht durch. Und wir so, okay. And do this, all the way from left to right, to left, to right. A little faster. All the way, more. Yeah, that's good with the smile. Open your mouth. Nice. What else would you expect? Of course that's the way they do stuff here with Rammstein. They do it all the way. I mean, it could have been a cable going this way, but if it could go here, it's better. So he did it. It's a better story to tell. Du bist das Schiff, ich der Kapitän. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich seh im Spiegel dein Gesicht. Du liebst mich denn, ich lieb dich nicht. Und abends, wenn er witzig sein will, zieht er dann den Korken da raus und trinkt was, macht so und dann sprüht er das raus. Und das findet er gut. Ist total entzündet. Kann man sterben von, aber ihm geht's gut. Er hat sofort gute Laune, habe ich so gesehen. Wunderbar. Finde ich auch total beeindruckend, dass man so viel für die Kunst opfert. Das tut dir gut. Till braucht Schmerzen. Die Texte sind ja nicht alle aus dem Finger gesogen. I can tell when I shoot the performance, I can see in Till's face that it comes from, you know, a real place. You know, there's a lot of darkness in there. Es geht nur noch aufrüsten. Es gibt kein Abrüsten bei Rammstein mehr. Das ist ein bisschen ist ein bisschen schade manchmal mitunter. Manchmal würde man sich schon freuen, irgendwie einfach eine Show zu machen ohne irgendwas. Aber es funktioniert bei Rammstein einfach nicht mehr. Also es ist nur noch volle Ladung. Und naja, siehst du ja. Wir fahren jetzt mit 20 Trucks los. Wollten eigentlich, letzte Tour waren wir mit 13, hat unser Manager gesagt, okay, 14 ist okay, 15. Dann wurden 17, 18, jetzt sind wir mit 20 Trucks. Wir sind viel zu over budget, sagt der Amerikaner. Ja? Und müssen wir mal sehen, müssen. Am Ende bleibt nichts übrig. Nein, du musst mit Beweise hier. Ja, 14 und 4, ja. Ich würde dann irgendwie Overpayment machen müssen, ja. Schon fertig. Ist so die Idee, dass wir innerhalb von diesen 3 Jahren touren wollen. Wir haben so einen Rhythmus von 6 Wochen spielen und 4 Wochen frei. Und wollen 200 Shows machen. Das sind ungefähr 2,5 Jahre bis zu 3 Jahre. Und was ihr da an Licht hinhängen, klingt wie chinesisch hinhängen. Das sehen wir ja gar nicht, wenn wir auf der Bühne stehen. Das sehen die nur im Publikum. Bis jetzt setzen wir das Geld der Fans gut um. Also gibt schon mal zu kicken. Flake muss immer viel erdulden von Till. Beim letzten Mal saß er im Kochtopf und wurde gegrillt. Also er ist das gewöhnt. Er ist Kummer gewöhnt. Wir wollen auch nicht, dass ihr uns was fühlt. Hier kann man sich einfach draufschmeißen. Ja. Das kibbelt so weg. Das haben wir extra so. Cool. Ne? Was sagt Till? Eisenmike hat gerade jetzt die Badewanne mitgebracht. Die hat er auf Tills Anweisung hingeschweißt. In dieser Badewanne wird Flake misshandelt von Till. Er wird mit